Willkommen hier auf der Niedertalbahn von der Baureihe 204, die hier vor sich her dieselt. Wir haben den kleinen Auftrag, erstmal an diese Wagen da vorne noch anzukuppeln. Da stehen Mindlinge, ein Dosto und noch mehr Mindlinge. Und das ist unser Fahrzeug hier, mit dem wir unterwegs sein werden, im Freeroad-Modus heute. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein und kuppeln erstmal an. Tür zu. Setzen uns in den Führerstand. So. Lokführerbremse können wir noch nicht auf anstellen, weil wir den Bremsschlüssel erstmal auf aktiv setzen müssen. So haben wir gemacht. Dann haben wir... Also jetzt muss ich mich nochmal ganz kurz hier zurechtfinden. Hauptschlüssel, genau. Fahrtrichtungswender in Rückwärtsstellung. PZB machen wir uns noch nicht an. Also wir könnten vielleicht eher die direkte Bremse anziehen als die Zugbremse. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn. So, PZB und so ist jetzt gerade noch aus. Wir rollen noch nicht. Sehr hervorragend soll das auch sein. Ja, dann müssen wir eigentlich nur noch Lichter anmachen. Das geht, glaube ich, hinter uns hier auf dem Schaltkasten. Da Signallicht vorne, links Spitzenlicht, weiß, weiß. Genau. Behalten wir mal hinten, behalten wir jetzt mal erstmal so bei, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen rangieren, aber sei es wie es sei, so, dann können wir Leistung aufschalten und bewegen uns in die Richtung. Nee, natürlich müssen wir erstmal die direkte Bremse lösen. So. Und jetzt können wir losrollen. Und kuppeln da an. So, zunächst hier an den ersten N-Wagen, den wir hier haben. So, das ist nicht mehr weit. Das war ein bisschen sehr hart. So, wir sollten uns jetzt gleich in Gang setzen. Na? Ich denke, das reicht schon. So, dann müssen wir jetzt weiterfahren. Also lösen, lösen. Und auf geht's zum nächsten Wagen. Also wir sind jetzt hier mal Rangierer und Lokführer in einem. Ja, also das ist doch mal perfekt, oder? Wir kuppeln an. Und da haben wir dann noch zwei Wagen, die wir ankuppeln müssen. Bremse lösen. So. Bremse vom Dosto löst sich auch. Da sind schon Fahrgäste drin. Ja. Sollen sie ruhig. Und dann können wir jetzt hoffentlich weiterfahren. Genau, wir rollen. Na okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Leistung. Klingt aber so, als seien die Bremsen noch angezogen. So komisch, dass wir stoppen. So, jetzt. Sind wir im Leerlauf und rollen einfach nur. Und
Auch hier koppeln wir an. Na. Hervorragend. Dann geben wir die Türen mal links frei. Vielleicht erstmal die Fahrtrichtung nach vorne stellen. PZB an. Das ist der untere, die untere Zugfahrt. Das will ich nicht. So, können wir jetzt die Türen aufmachen? Nö, geht immer noch nicht. Türsteuerung klappt nicht so ganz. Okay, dann ist das so. Dann müssen wir die gleich manuell aufmachen. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo wir den PZB-Modus umstellen können. Hier ist die PZB. Machen wir die nochmal kurz aus. An. Ne, sind wir immer noch in der unteren Zugart. Vielleicht irgendwo gehen wir mal einmal hier durch, was wir hier sonst so haben. Batterie. Nö. Ich glaube, hier können wir auch nicht die Zugart umstellen. Das sind die Signallichter. Das ist die Handbremse, die ist gelöst. Scheibenheizung. Nö, auch nicht. Ja, nee. Wo können wir denn die Zugart umstellen? Da gab es doch eine Tastenkombination. Das muss ich mal eben kurz nachgucken. Steuerung. Maus und Tastatur. Lokomotive. So, schauen wir mal ganz kurz, wo wir die Zugart ändern können. Bremse lösen. Sorry, dass ihr das jetzt mit mir zusammen machen müsst, aber PZB umschalten. Steuerung Enter. Ah ne, mit Steuerung Enter machen wir die aber nur an und aus. Da schalten wir die nicht mit um, sondern an und aus. Schauen wir noch gleich. Also Steuerung Enter. Na da, erhöhen. Non. Okay, gut. Wir haben keinen. Oder? Also welche Taste ist denn Non? Wüsste ich nicht. Aktuelle, neue. Nee, nicht mit 1. Hier wär's mit. Ups. Nee, das ist die falsche Taste. Wie wär's mit Steuerung 1? Mach mal. So geht das jetzt. Steuerung 1. Nö, gut, dann müssen wir da unteren Zugart fahren, dann ist das so. Dann können wir das nicht ändern. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz zu unserem Wagen. Mach mal die Tür hier auf. Und Lichter an. Und zwar Zuglicht bitte an. Und Wagenlicht an. Und im Dosto machen wir das andere auch. Auch hier die Wagenbeleuchtung. Gear drückt. Okay, Türen schließen sich. Hervorragend. Dann steigen wir ein. Jetzt springen wir mal in die Karte und setzen uns eine Route. Und zwar, ich würde sagen, wir fahren heute bis hierhin. Und zwar bis dorthin. Das bestätigen wir uns und fahren los. Genau, Ziel ist Heidenbergen, Windecken. Fahren heute nicht die komplette Nidertalbahn.
müssen aber noch warten, weil uns wohl ein Gegenzug noch entgegenkommt. Der hat auch hier schon grün. Da auch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nicht im Bahnhof. Okay, der kann es schon mal nicht sein. Moment, dann muss er ja... dann muss er ja irgendwie schon ziemlich in der Nähe sein. Wenn hier, da ist er. So, auf den warten wir noch, genau. Und dann können wir losfahren. Können wir ganz kurz hier den Fotomodus bemühen, um ein, zwei Bilder noch zu machen. Schärfentiefe, wie immer, runtergestellt auf so 4-5%. Den Bildausschnitt verringern, also das Sichtfeld. Und dann setzen wir den Fokuspunkt so. So vielleicht. Und ich hätte gerne ein Foto, das schön zeigt, dass wir hier so einen Kamelzug fahren. Vielleicht ja, irgendwie so von dieser Seite aus. Vielleicht vom Steuerwagen aus. So. Der Bahnübergang da vorne blinkt schon. Ich hoffe doch arg, dass wir nicht auf dem Gleis dieses Zuges hier stehen, weil ansonsten schwierig. Sonst müssen wir den uns wegspawnen. Schauen wir mal, der müsste jetzt gleich um die Ecke düsen. Da ist er. Mit dem Steuerwagen voraus. 928. Einmal gegrüßt. Und wir stehen zum Glück nicht auf seinem Gleis. Und haben Fahrt. So, auf geht's für uns. So, aus irgendeinem Grund ist der 500-Hertz-Leuchtmelder an, oder? Ist er an? Weiß ich nicht. Herrlich. Sehr schön. Richtiges Nebenbahn-Flair, oder? Oh, weil es das ja auch ist, eine Nebenbahn. Oh, tut mir leid, aber das kann ich nicht einfach so unfotografiert lassen. Nehmen wir die Schärfentiefe ein bisschen raus, weil ich den ganzen Zug scharf haben möchte. Herrlich. So. So, wir werden ein bisschen zu schnell. Da ist wieder eine Pfeiftafel.
Hier ist übrigens unser Horn. Ja. Aber das können wir hier gar nicht eindrücken. Schön herbstlich hier. So, wir dürfen 60 fahren. Was auch VMAX hier auf der Strecke ist. BU-Signal blinkt. Sehr schön. Oh Leute, ich kann es nicht lassen. Entschuldigt. Entschuldigt, es ist einfach zu schön, gerade hier auf der Strecke mit dem Fotomodus. Es ist einfach wundervoll. So, hier halten wir heute nicht. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Wir haben ja keinen richtigen Fahrplan hier. Wir können ja leider im Freeroam-Modus keine Zwischenhalte einfügen. Jetzt kurz geguckt, wo der nächste Bahnhof ist. Ah, ist noch ein ganzes Stück. Also ich muss sagen, soundtechnisch ist die 204 auf jeden Fall besser geworden. Es gab ja irgendwann mal ein Update und seitdem sind wir bei die 204 nicht mehr zusammen gefahren. Und mittlerweile klingt es echt, also jetzt, ich würde jetzt nicht sagen gut, weil ich glaube realistisch ist das immer noch nicht, aber sie klingt auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir jetzt vorher hatten. Ja, ist das schön. Gefällt mir sehr. Auch hier mit dem Freeroam-Modus, dass wir uns da selbst im Grunde genommen hier die Züge so ein bisschen individuell zusammenkuppeln können über Umwege. Habe ich halt in Vorbereitung zum Video gemacht. Mir schon mal die Wagen hierhin platziert. Die Loks wieder despawned und so. Bis ich halt das hatte an Wagen, die ich halt gerne haben wollen würde und dann halt einfach ankuppeln. Oh, das BU-Signal blinkt nicht. Okay, doch, es blinkt. Ach, im letzten Moment hat es angefangen zu blinken. Immer Glück gehabt. Genau, Bahnübergang ist gesichert. Haben wir hier praktisch durch die Gärten der Leute durch. Einfach schön.
Huch, der ist ein bisschen versunken im Asphalt. Ein bisschen Leistung dazu. Und wir fahren hier in diesen herbstlichen Sonnenuntergang hinein. Schön, schön, schön. Und uns mal hier diese Sonnenbrille auch mal runterklappen. Es geht langsam bergab, von daher ein bisschen reinbremsen. Huch. Was war denn das? Wo kam denn jetzt diese Zwangse her? Oh. Oh. Ja. Absolut nicht gesehen. Ja. Das war jetzt mein Versagen. Aber das ist halt auch ein bisschen schwierig, ehrlicherweise, wenn man hier wenn dieser dicke Vorbau da ist. Man hier sich in so eine Linkskurve neigt und einfach nichts von der Strecke sieht, dann finde ich, ist das halt echt schwierig, sowas zu erkennen. So, wir haben zwar halt zu erwarten, aber das Signal zeigt Fahrt, von daher alles gut. Okay, ja gut, wir können uns noch nicht befreien. Genau. Das Formsignal zeigt, dass wir fahren dürfen. Ich hoffe, die 1000 Hertz Beeinflussung ist gleich weg. Ich kann es nicht so ganz beurteilen, weil die PZB-Leuchtmelder, die scheinen irgendwie alle an zu sein. Also da hat Rivet Games ein bisschen verschlimmbessert, aber wir halten hier. Und lassen mal unsere Fahrgäste zusteigen oder absteigen. Hervorragend. So, da wir die Türen nicht so gut steuern können und auch keine Tür-Auf- und Schließbefehle haben, machen wir das kurz mal manuell. So, hier in Altenstadt.
Okay, gut, wir hätten hier natürlich das umstellen können, aber das müssen wir manuell umstellen. Das wird ja nicht automatisch gemacht. Und wir schließen die Türen. So. Alle Türen zu. Hervorragend. Dann fahren wir weiter. BU-Signal blinkt. Okay, ja gut, wir haben jetzt doch gesehen, dass die 1000 Hertz, das ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, also tatsächlich. Aber es ist halt echt schwer zu erkennen. Dann können wir hoch auf die 60. Kleiner Stotterer hier. Schön auf jeden Fall. Sehr, sehr schön unser Zugverbund. Oder verbannt. Da ist eine Pfeiftafel. Aber ein bisschen performancetechnisch schwach unterwegs. Na? Was ist denn los? Da musste gerade bestimmt ein neuer Teil nachgeladen werden. Ja, jetzt geht's wieder. Also da musste einfach gerade ein Teil nachgeladen werden. Das finde ich übrigens voll cool hier auf der Strecke, dass wir hier Ortsschilder haben. Beziehungsweise Verkehrsschilder. Mit den echten Ortschaften. Also dass da nicht einfach nur generisch irgendwas steht, sondern die echten Ortschaften mit den entsprechenden Kilometerangaben. Ja, 204 ist das allererste DLC gewesen, das Rivet Games rausgebracht hat. Damals für die Main-Spessart-Bahn. Also wirklich schon uralt, die Lok. Und das merkt man hier halt an, dass sie, sagen wir jetzt mal, qualitativ nicht das Beste ist auf dem Markt. Aber ehrlich gesagt, jetzt hier mit diesem Sound-Update, das Rivet Games reingebracht hat, ich finde es nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall besser geworden. Das muss man denen lassen. Einmal durch diesen bewaldeten Abschnitt durch.
GPU-Signal blinkt, hervorragend. Da fahren wir jetzt einfach durch. Schön, wie man immer die Formsignale noch hört, wie sie hoch und runter klappen. So, da kommt der nächste Bahnübergang. Also 2,6 Kilometer noch, dann sind wir da. Und noch mal eine Pfeiltafel. Und das Ganze noch mal. Und wir haben noch 1,5 Kilometer. Und wir haben Langsamfahrt zu erwarten. Also runter auf unter 55, weil wir in der unteren Zugart unterwegs sind. So. Also das passt ja eigentlich mit der unteren Zugart trotzdem irgendwie ganz gut, weil die Höchstgeschwindigkeiten auf der Strecke hier sind ja sowieso gegen nur bei 60. Von daher macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied, welcher Zugart wir unterwegs sind, oder? So, langsam fahren 40 tatsächlich. Ab dem Signal da vorne. Und Halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich, das Signalbild. So, 1000 Hertz leuchtet. Und dann sind wir jetzt hier hinter dieser Kurve in Heldenbergen, Windecken.
Oh, da kommt jetzt sogar noch KI-Verkehr entgegen, beziehungsweise fährt hier vorbei mit der 110. Vermutlich gespannt. Genau, da die 110. Und da ist auch eine 110 mit N-Wagen. Sehr schön. Wir sind hier als KI-Verkehr unterwegs auf dem elektrifizierten Teilabschnitt. Und wir sind auf dem nicht elektrifizierten Bereich hier unterwegs. Beziehungsweise der Bahnhof hier ist voll elektrifiziert, aber ja. 204, Quatsch, 928, beziehungsweise. Ach, ist das schön. So, dann schauen wir mal, dass wir hier am Bahnsteig noch halten. So. So, die Fahrgäste warten schon geduldig. Sorry. So. Und dann bremsen wir. Boah, bremsen. Ah, bremsen, bremsen. Oh Gott. Ups. 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 Ja, falsche Taste gedrückt. Gut, damit endet unsere Fahrt so oder so. Sie kann nicht mehr weitergehen. Ja, jetzt sind wir hier wieder in Stockheim. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Meine Güte. Eieiei.